Hoi! Eine Kirchenmaus bei uns. Entschuldigen Sie mal bitte. Ich bin keine Kirchenmaus. Nein? Ich bin hochmarkgräfliche Kirchenmaus von und zu Gumbertus. Oh, dann bitte ich vielmals um Entschuldigung. Hochverehrte Kirchenmaus von und zu und überhaupt. Ja, Sie dürfen mich auch Eleonore nennen. Das ist auch in Ordnung. Ach, das ist nett. Also, hochehrwürdige Eleonore. Du wohnst hier? Hier in unserer Kirche, in St. Gumbertus? Ganz genau. Seit einigen Jahrzehnten und Jahrhunderten, weißt du, Zahlen sind für mich so Schall und Rauch, wohne ich mit meiner Familie hier über Generationen in diesem ehrwürdigen Gebäude. Sehr gut. Naja, seit 300 Jahren steht die Kirche ja so, wie sie jetzt zu sehen ist, hier. Und seit über 1300 Jahren gibt es hier überhaupt schon mal eine Kirche. Schon sehr lange. Und seither wohnt ihr, dein Geschlecht, hier in der Kirche? Ganz genau so ist es. Das ist ja sehr wunderbar. Dann kannst du mir ja vielleicht auch ein bisschen was erzählen. Natürlich. Also passen Sie mal auf. Ja. Das hier ist die Gumbertuskirche, weil es vor langer, langer, langer Zeit gab es einmal einen Herrn Gumbertus. Ach. Dieser Herr hat den Menschen von Gott und Jesus erzählt und dann hier die allererste Kirche gebaut. Ach. Manche sagen auch, das sei das Haus von Gott. Das Haus von Gott, da hast du ganz recht, genau. Naja, und also ich würde das eher korrigieren in das Haus von Gott und uns Mäusen. Und uns Menschen, weil wir auch gerne in die Kirche gehen. Du, möchtest du mal hereinkommen und mein Haus, die Kirche anschauen? Gerne, dann komme ich mit dir. Na dann komm mit. Dann. Oh, und ihr wohnt hier, hier in der großen Kirche. Das ist ja wirklich riesig. Und hier kriegt ihr auch viel Besuch, gell, von vielen Menschen. Ja, hier ist auch riesig viel Platz. Guck mal hinter mir die ganzen Bänke. Manchmal, wenn die Leute kommen, dann setzen die sich hier hin, um Gott zu treffen. Dann ist gut, wenn viele Leute viel Platz haben. Genau, da können viele Leute kommen. Und dieser wunderbaren Musik von der Orgel dort oben lauschen. Ja, das ist wundervoll, wenn die Orgel gespielt wird. Da stelle ich meine Ohren auch immer gerne auf. Und die Menschen, wenn die Orgel nicht spielt, setzen sich auch manchmal einfach nur in die Bänke hinein, gell? Ja, ich mache das auch ab und zu. Hin und wieder setze ich mich in die Bank, mache die Augen zu und atme. Dann spüre ich Gott sogar. In den Nasenspitzen, in den Ohren. Er ist mir ganz nah. Ich kann dir sagen, das ist ein wunderbares Gefühl. Und dann rede ich mit ihm. Einfach so, wie es mir in den Sinn kommt. Sehr gut. Genau, Gott ist ja für alle da. Auch für dich. Und dich.